Herzlich willkommen zu unserem IHK-Spezialwebinar Pressearbeit 2.0 für Kreative. Mein Name ist Ulrike Weber und ich koordiniere in der IHK Schwaben den Branchenservice. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute so zahlreich teilnehmen. Was wollen wir Ihnen heute bieten? Wir wollen Ihnen heute Antworten auf grundlegende Fragen zur Pressearbeit geben. In der Pressearbeit und Zusammenarbeit mit Medien muss ja einiges beachtet werden. Wenn Sie während des Vortrags Fragen haben, stellen Sie diese bitte im Chat. Wir beantworten diese gerne dann im Anschluss an den Vortrag. Als Referentin darf ich ganz herzlich Cornelia Elsässer von Elsässer Public Relations in Augsburg begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Elsässer. Vielen Dank, dass Sie heute uns das Thema Pressearbeit näher bringen. Und bitte schön. Dankeschön, Frau Weber, für die Einladung der IHK, dieses Seminar zu halten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute für Sie das Thema Pressearbeit 2.0 für Kreative vorzustellen. Für Kreative im weitesten Sinne, wie ich gehört habe. Ich freue mich sehr, dass Sie sich so zahlreich angemeldet haben und ursprünglich gedacht, was für die Kreativ- und Kulturwirtschaft. Aber umso mehr freue ich mich, dass es in so vielen Branchen einen Bedarf an dem Thema Pressearbeit gibt. Ich möchte Ihnen kurz unser Programm für heute vorstellen. Zunächst geht es um eine Einordnung der Pressearbeit. Im ersten Teil, dann geht es darum, wie stelle ich mich dar um das große Thema Eigenmarketing und Newswert, also die Basis für die Pressearbeit. Der dritte Block in unserer Helikopterübersicht über das Thema Pressearbeit ist das Thema die Pressemitteilung. Und der vierte, das Thema, wie wähle ich eigentlich meine Medienkontakte aus und wie kommuniziere ich zu den Medien? Den fünften Part sind die Fragen aus dem Chat. Frau Weber hat es schon genannt. Wäre mir super wichtig, dass Sie auch Basisfragen stellen. Keine Frage ist eine unnötige Frage. Ich freue mich sehr über Ihre Fragen, denn genau dann kommen wir in Austausch und ich lerne auch Sie besser kennen und natürlich Ihre Bedürfnisse. Bevor ich einsteige, möchte ich kurz mich bzw. die Agentur EPR Elsässer Public Relations vorstellen. Wir sind seit 2007 in Augsburg in der Maximilianstraße ansässig und machen im Grunde gute Texte, also Kommunikation im weitesten Sinne. Wir arbeiten mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen, vor allem Technologie-IT-Bereich, aber mein Herz schlägt auch für die Kultur, deshalb freue ich mich auch sehr, hier zu sein, denn ich habe für einige Jahre auch für das Theater Augsburg gearbeitet. Unsere Schwerpunkte sind Public Relations im Sinne von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen, also alles, was nach Kommunikation nach außen geht. Dann Media Relations, wo wir heute drüber sprechen, die Beziehungen zu den Medien. Social Media, was in den letzten 4 Jahren, letztes Jahr nochmal beschleunigt, sehr, sehr stark zugenommen hat. Corporate Communications im Sinne von Produkt- und Markenkommunikation. Und Corporate Publishing im Sinne von allem, was an Text von Unternehmen, Stiftungen oder anderen an Bedarf da ist. Natürlich unterstützen wir auch Unternehmen in kritischen Situationen, also im Bereich Krisen-PR und Change-PR, also bei Fusionen, Käufen, tatsächlichen Krisen, die in fast jedem Unternehmen vorkommen können und in manchen Branchen ein sehr beträchtliches Kommunikationsbedarf besteht. So, dann möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Pressearbeit 2.0, so heißt das heutige Webinar, und 2.0, weil tatsächlich Pressearbeit sich sehr stark verändert hat im Vergleich zur Pressearbeit, die ich vor über 20 Jahren begonnen habe. Wenn wir heute auf die Medienlandschaft schauen, dann habe ich Ihnen nur ganz kurz einen Slide, möchte ich Ihnen zeigen, wo Sie sehen, wie wahnsinnig unübersichtlich Kommunikation geworden ist und wie divers auch Kommunikation stattfindet, vor allem natürlich im Netz. Ich möchte heute um genau dieses Kommunikations
Irrnis etwas für Sie deutlicher zu machen, auf die vier wichtigen Punkte eingehen, also aus diesem Ganzen rauszoomen in die wichtigsten Bereiche und Ihnen einfach nochmal deutlich machen, wo überall kommuniziert wird und was Sie selbst tun können und was wir dann am Ende auch über die Pressearbeit tun. Also Pressearbeit 2.0 im Sinne von, es ist eine Art nach draußen kommunizieren und es ist eine sehr spezielle und dazu müssen Sie bestimmte Dinge wissen, die bei anderen Arten der Kommunikation nicht unbedingt vorausgesetzt werden. Wir sind jetzt bei den vier Medientypen. Zum einen ist es dieser Medien, ist es alles, was ich selbst mache, was mir selbst gehört. Sie alle, die meisten von Ihnen werden eine Website haben. Sie haben vielleicht einen Blog. Sie haben natürlich auch analog ein Schild, eine Visitenkarte. Auch Ihre E-Mail ist ja eine Art der Kommunikation nach draußen. Alles, was Sie selbst haben und betreuen, das gehört natürlich Ihnen. Das ist Ihr eigener Content. Wenn wir jetzt weiter gucken, dann gibt es Ihren eigenen Content, das ist sehr wichtig, auch natürlich im Bereich Social Media. Sie haben sozusagen die Möglichkeit zu überlegen, beziehungsweise können, müssen überlegen, wo muss ich denn präsent sein, damit meine Zielgruppe mich findet oder mit, wo spreche ich mit meiner Zielgruppe. Im Social-Media-Bereich ist es tatsächlich ja ein Dialog. Also muss ich mir gut überlegen im Vorfeld, auf welchen Kanälen kommuniziere ich, mit wem und natürlich auch, was kann ich leisten? Also wie viele Kanäle kann ich tatsächlich bespielen? Wie groß sind meine eigenen Ressourcen? Da so mein Tipp aus, oder meine Erfahrung einfach auch von Kunden und unserer eigenen Sicht, dass da oft weniger mehr ist, denn Social Media erfordert Arbeit und Betreuung und Kontinuität. Und da ist es wirklich sehr gut, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was braucht's und was lasse ich lieber weg. Um die Sache zu vervollständigen und eigentlich nur am Rande, gibt es natürlich auch die Möglichkeiten in diesem sogenannten Shared-Bereich, also alles, was ich teile mit anderen. Das sind zum einen Kooperationen und Empfehlungen, also ob das Backlinks sind auf anderen Websites, ob es Empfehlungen sind auf Google, Word of Mouth oder ob es tatsächlich im analogen Bereich die Mund-zu-Mund-Propaganda ist oder Kooperationen, die ich mit anderen, mit Partnern eingehe, um sichtbarer zu sein und darüber zu kommunizieren. Das ist die eine Seite. Und die andere ist die Art sozusagen mit Werbung, also Geld in die Hand zu nehmen. Beim einen nehme ich Zeit und Ressourcen in die Hand und beim anderen nehme ich Geld in die Hand und sage, ich mache Werbung und zwar hier jetzt im Online-Bereich, Google Ads oder Bannerwerbung oder natürlich im Print-Bereich auch Anzeigenschaltung. Zwischen diesem Paid und Earned ist noch so ein kleiner Bereich. Das wäre dann schon, was die Pressearbeit betrifft. Wenn ich ein Advertorial schalte, also einen bezahlten Text für eine Zeitung, dann gilt es natürlich auch als eine Werbung. Wir sprechen heute gezielt, und das ist mir sehr, sehr wichtig, über diesen oberen Bereich, den sogenannten Earned-Bereich. Und das Earned heißt im Deutschen nichts anderes als verdient. In dem Bereich Pressearbeit sind wir nämlich auf Partner angewiesen. In allen anderen Bereichen können wir selbst unsere Inhalte produzieren und verteilen. Im Bereich Pressearbeit verteilen und produzieren wir auch die Inhalte selbst, haben aber sogenannte Gatekeeper, und das sind die Medien, die sozusagen die gewährleisten beziehungsweise dieses Gate auf- oder zumachen, ob unsere Themen in den Medien erscheinen. Und dazu müssen wir einiges wissen, wie nämlich Medien arbeiten. Ich habe Ihnen hier einen Slide, da möchte ich gar nicht so weit drauf eingehen, einfach der Vollständigkeit halber mitgebracht. Auch nochmal, um einfach die Definition Presse, Medien Ihnen nochmal ans Herz zu legen. Wir sprechen ja heutzutage von den sozialen Medien und wir sprechen eigentlich von der Presse als Medien. Also wenn ich im weiteren Sinne jetzt über Medien spreche, dann meine ich tatsächlich die Presse. Und das sind die sogenannten Massenmedien. Also das waren ja auch die ersten Medien sozusagen, die es gab. Und die betreffen Print, also Zeitungen, Zeitschriften, genauso wie Hörfunk, Fernsehen und Internet.
Und übers Internet wollen wir jetzt nicht weiter sprechen, auch nicht so groß über Rundfunk und TV, aber viele der Dinge, die ich jetzt am Beispiel der Zeitungen, Zeitschriften mit Ihnen exemplarisch bespreche, gelten natürlich in abgewandelter Form auch für Rundfunk und TV. Bei der Presse ist es sehr wichtig zu wissen, und das sollten wir uns einfach auch noch mal deutlich machen, wir leben in einem Land, in dem Pressefreiheit im Grundgesetz in Artikel 5 verankert ist, und Pressefreiheit ist ein sehr hohes Gut. Das heißt nichts anderes, dass die Presse berichten kann, worüber sie meint, dass es sozusagen also neutral berichten kann und muss und diesem Pressekodex unterliegt, der nämlich heißt, dass sie eine Verpflichtung zur Wahrheitsfindung hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für uns PRler, denn wir können niemandem in den Medien vorschreiben oder auch unter Druck setzen, was zu veröffentlichen ist. Der Redakteur, die Redakteurin hat den Anspruch, ein umfassendes, aufklärendes, mit Hintergründen illustriertes Bild eines Themas zu veröffentlichen. Die Medien haben den Auftrag, sie sind ein Instrument der öffentlichen Meinungsbildung. Sie sprechen über Dinge, die uns teilweise auch sehr unbequem sind für diejenigen, über die sie sprechen. Und sie haben diesen Auftrag natürlich auch, und das wird auch jetzt für uns wieder interessant, wenn wir Pressearbeit machen, das Thema Unterhaltung. Denn letztendlich ist auch die Medien möchten sich verkaufen, auch die Medien möchten Anzeigenkunden gewinnen. Und sie brauchen Geschichten, die die LeserInnen interessieren. Das ist das große Thema jetzt für uns. Und das zweite Thema ist, und deshalb sind die Medien nach wie vor so interessant, weil sie könnten ja auch sagen, warum brauche ich einen Gatekeeper? Ich gebe einfach meine Informationen raus in die Welt, weil die Medien zum einen natürlich dieser neutrale Filter sind. Sie haben eine andere Wertigkeit in der Sichtweise der Leserinnen und Leser. Und zum zweiten sind sie Multiplikatoren. Das heißt, die Medien haben enorm hohe Reichweiten, teilweise unterschiedlich im Printbereich, im Online-Bereich, im TV-Bereich wissen wir es sowieso. Ich habe hier nur mal ganz kurz jetzt für Sie auch so überblicksweise aktuell die drei größten Printmedien, die Auflagen im ersten Quartal. Man muss dazu sagen, alle Printmedien haben in den letzten Jahren stark an Auflage eingebüßt. Dadurch einfach, dass im Netz so wahnsinnig viel passiert und sich die Leute auch lange nicht mehr nur über die Medien informieren, was wir ja auch selbst mitbekommen. Die Augsburger Allgemeine jetzt habe ich unten noch mit dran. Das gehört nicht zu den drei größten, aber die hat auch eine sehr hohe Auflage. Und die Daten bei der Augsburger Allgemeine habe ich aus Wikipedia. Die sind ungeprüft, genauso wie die anderen von Statista. Aber man sieht jetzt gerade an der Reichweite, also die Reichweite ist nichts anderes als jeder, der das theoretisch lesen kann, ist natürlich bei einer Bildzeitung 25,1 Millionen Unique User im Monat. Das ist natürlich eine irre große Zahl. Also das muss einem schon bewusst werden, wenn man dieses Tor sozusagen durchschreitet, auch bei einer Süddeutschen oder bei einem kleineren Auflagenmagazin, dann hat man natürlich einen großen Kreis von Interessenten gewonnen. Wichtig ist für unsere Arbeit als PRler, dass es Qualitätskriterien für den Journalismus gibt. Und es gibt auch rechtliche Grundlagen. Ein Journalist darf nicht einfach irgendetwas behaupten. Der hat es in einer persönlichen Haftung. Das heißt, er hat bestimmte Qualitätskriterien. Das ist einmal die Komplexitätsreduktion. Ich mache das hier kurz, weil ich nachher noch mal drauf eingehe. Zum Zweiten, ganz, ganz wichtig, die Objektivität, nicht einseitig zu berichten. Das Dritte, die Transparenz. Er muss sagen, woher die Quellen kommen. Auch heute ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, einfach um gute Pressearbeit noch zu machen. Aktualität, Neuigkeit und Wichtigkeit des Themas und die Originalität. Die letzten beiden Punkte sind für uns in der PR extrem wichtig, weil dadurch wir natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit für unsere eigenen Themen kriegen können. Die Arbeitsweise des Journalismus möchte ich auch noch zwei Sätze dazu sagen. Also ich weiß es, ich habe selbst ein paar Jahre auch für ein Tagesmedium gearbeitet
Und es kommen unglaublich viele Meldungen rein. Es gibt wahnsinnig viele Informationen, gerade für ein Tagesmedium, das ja wirklich von Tag zu Tag arbeitet, und sehr wenig Platz. Die Anzeigen bestimmen auch die Seitenplanung. Der Zeitdruck ist sehr hoch. Es gibt natürlich unterschiedliche Medien, darauf gehe ich heute nicht so stark ein. Es ist ein Unterschied, ob es ein Tageszeitung oder ein Wochenblatt oder ein Monatsblatt ist. Aber da ist die Themenauswahl natürlich sehr unterschiedlich. Und auch das Interesse am Thema ist von wahnsinnig vielen Faktoren abhängig. An der Stelle sei es schon mal gesagt, je besser ich das Medium kenne, über das ich kommunizieren möchte, desto eher habe ich eine Chance auch, dass die sagen, ja, das ist ein interessantes Thema, das gucken wir uns genauer an. Fazit: Pressearbeit 2.0 ist Teil einer komplexen Kommunikationsstrategie, und für Sie heißt es natürlich auch abzuwägen, wie viel mache ich Pressearbeit, wie viel mache ich über meine ganzen anderen kommunikativen Möglichkeiten, die ich sonst noch habe. Die Presse, wir sprechen bei der Presse von den Massenmedien, die umfasst Print, Online, TV und Radio. Und wichtig nochmal hier an der Stelle, die Presse ist dem Pressekodex und Qualitätskriterien verpflichtet. Gute Pressearbeit findet da statt, wo die Unternehmen auch wissen, wie Medien arbeiten. Deshalb ist es so wichtig, auch dass wir immer wieder vergleichen, was machen die Medien und wie können wir den Medien idealerweise zuarbeiten. Und als fünften Punkt, die eigenen Themen letztendlich, die eigenen Zielgruppen und die Stakeholder entscheiden darüber, wie ich selbst meine Pressearbeit aufbaue. Und auf die eigenen Themen möchte ich jetzt nochmal mit Ihnen kommen, weil oft ist es ja so, ja, was habe ich denn eigentlich zu berichten? Immer ein bisschen schwierig von sich selbst das zu machen, aber man kann ja auch mal jemanden dazu befragen. Ich gehe deshalb noch mal kurz tatsächlich aufs Marketing und auf die Marke ein, weil die Marke letztendlich immer der Ausgangspunkt für die Kommunikation ist. Ich mag dieses Bild von den drei Flaschen sehr gerne, weil es um so ein, es geht eigentlich um Wasser. Es geht um Wasser, und Wasser kann nicht einfach so verkauft werden, also braucht es eine Verpackung. Und jede von Ihnen wird bei diesen drei Flaschen gewisse Assoziationen entwickeln, welche Flasche sie oder er vielleicht auf den Tisch stellen würde oder wo er diese Flaschen sieht. Und dabei stellt man schon fest, das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich wohin komme und ich sehe eine dieser Flaschen da stehen, dann geht bei mir hinten so ein emotionales Bild auf. Und ist natürlich auch unschwer zu erkennen, dass eine No-Name-Flasche irgendwie jetzt nicht besonders wertig wirkt. Diese Gerolsteiner Flasche hat jetzt bei mir immer so ein bisschen, wenn wir jetzt im Workshop wären, könnten wir jetzt das auch so ein bisschen erarbeiten, aber diesen eher so ein bisschen so eine Seniorität. Und die San Pellegrino, da öffnet sich für mich jetzt so irgendwie der Süden und diese Italiener und dieses im Sommer draußen sitzen, wie auch immer. Also ich möchte Ihnen einfach nur zeigen, wie das geht eigentlich nur um Wasser. Wasser, und es ist natürlich auch ganz unterschiedlich teuer, und es ist letztendlich der Wert einer Marke. Also was ist die Marke, die dahinter steckt? Nicht das Produkt, sondern die Marke. Und da geht es um Mehrwert, und da geht es auch letztendlich um den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Und die Frage, das ist natürlich eine Frage, die jeder für sich und jede für sich stellen muss. Welchen Wert hat deine Marke? Also welchen Wert hat meine eigene Marke? Was ist eigentlich mein Markenwert? Und dieser Markenwert, also vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen oder diesen TED-Talk von Simon Sinek, den ich sehr beeindruckend finde und habe Ihnen diesen Link auch mit reinkopiert. Der nämlich beschreibt sozusagen, warum Käufer zu Fans werden oder Kunden zu Fans werden, und beschreibt also diesen, das ist dieser sogenannte Golden Circle, in dem er sagt, wir beschreiben eigentlich alle immer, was wir tun. Das ist dieser äußere Bereich, und wir beschreiben, was wir tun, vielleicht beschreiben wir noch, wie wir es tun, aber interessant und emotional vor allem interessant wird, warum wir es tun. Er liefert da so Beispiele, also ich kann es Ihnen wirklich ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Er liefert dann so Beispiele, zum Beispiel, dass
Apple eben eine Welt, in der wir alle vernetzt sind und in der wir easy arbeiten können. Und letztendlich bieten sie Computer an und sie haben eine Fangemeinde aufgebaut von Menschen, die an das Gleiche glauben, an diese gleiche Vision und dieses gleiche Bild. Und er sagt letztendlich, Clients believe what you believe. Und deshalb kaufen sie bei dir, sonst können sie beim Nachbarn kaufen. Oder das ist diese unterschiedlichen Konzepte von Dell und Apple. Dass letztendlich dieser kleine Unterschied, den es macht und auch immer wieder wirklich auf den Punkt zu bringen, warum ich das tue und was so mein Mehrwert ist, das ist auch der Kern jeder Geschichte, die sie dann in der Pressearbeit erzählen. Und dieser Satz von Jeff Bezos, die Marke ist das, was Menschen über dich sagen, wenn du nicht dabei bist. Das ist genau dieses Mehr, dieser Mehrwert, der beschrieben wird, warum ich vielleicht auch jemand empfehle. Ja, da ist dieses gewisse Mehr drin. Und wenn man Amazon wirklich sagen kann, wenn die wirklich was richtig gut gemacht haben, dann ist es diese Art, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und das haben viele Unternehmen nicht gemacht. Und das ist auch der Mehrwert, abgesehen natürlich davon, dass sie mittlerweile ein Welt umspannendes und Unternehmen sind. Zu diesem Why, es muss natürlich authentisch sein. Ich habe Ihnen hier dieses von dem Foto beziehungsweise die Nike Werbung von dem Footballer, der damals diesen Kniefall machte und aus der NFL Kniefall gegen Rassismus gemacht hat und dann aus der NFL National Football League sozusagen rausfiel oder nicht mehr, keine Angebote mehr bekam und erst später dann wieder rehabilitiert wurde. Und es geht letztendlich immer drum, und deshalb dieses Bild hier geht drum, natürlich dürfen Sie nie diesen Bogen überspannen. Es muss authentisch sein. Es muss natürlich Gründe geben. Also, und diese Gründe gibt es auch oft in Geschichten, die man selbst erzählt. Nochmal Zusammenfassung, Marke ist kein Selbstzweck, also auch keine Eitelkeit in dem Sinn, ganz wichtig, sondern es geht wirklich um diesen Kern, um dieses, was mache ich anders oder wo unterscheide ich mich oder wo sehe ich mich. Und es bietet natürlich für die alle, die draußen sind, ob das die Kunden sind, ob das der Mitbewerb ist, wie unterscheide ich mich vom Mitbewerb, für Influencer, die vielleicht für mich interessant sind, aber auch für Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter, Stakeholder. Und letztendlich geht es natürlich auch um die Medien. Warum sollte ich eine Pressemitteilung oder einen Artikel von einem Unternehmen nehmen und nicht vom Mitbewerb? Also es bleibt immer im Zentrum dieser Frage. Der nächste Punkt ist einen kurzen Ausflug jetzt zum Thema Pressemitteilung. Pressemitteilung ist ein klassisches Tool, das ich wirklich vor 20 Jahren war das sozusagen unser A und O der Pressearbeit. Wir haben es noch ausgedruckt und per Post versandt. Im Grunde hat sich sehr viel geändert, aber was sich nicht geändert hat, ist der Aufbau der Pressemitteilung. Das hat damit was zu tun, dass die Medien, also ich hatte es vorhin ja gesagt, es ist ein sehr hoher Zeitdruck. Und dass sie ganz schnell bei einer vernünftig aufgebauten Pressemitteilung einfach sehen können, ist es interessant oder nicht. Und da gibt es bestimmte Kriterien, da gibt es eine Dachzeile, dann gibt es die Headline. Also die Headline soll natürlich knackig sein, also die Pressemitteilung, der Aufbau der Pressemitteilung ist die sogenannte AIDA-Regel, Attention, Desire, Interest, Attention, Interest, Desire und Action, also dass ich letztendlich natürlich diesen Call to Action am Ende auch habe, sozusagen das Interesse geweckt ist und ich zur Handlung gehe. Und im Grunde steht alles in den ersten drei Abschnitten. Also im Vorspann steht alles Wichtige. Das heißt, die Redakteure können sich die Pressemitteilung anschauen und wissen, in ganz kurzer Zeit ist es ein interessantes Thema für uns, weil der Vorstand in die Kurzzusammenfassung dessen ist, was später ausführlicher kommt. Dann kann eine Geschichte drunter kommen, dann können Erklärungen, kommen Zitate mit rein und letztendlich kann man auch noch Produktinformationen natürlich reinbringen oder Informationen zum Unternehmen wie Öffnungszeiten, Erhältlichkeiten, Preis. Also Pressemitteilung ist ein
gut, klug aufgemachtes, aber sehr informatives Medium. Und der Journalist braucht und die Journalistin, die brauchen einfach in kurzer Zeit einen Überblick, ist es relevant für mich oder nicht oder für den Kollegen. Am Ende ist auch wichtig und auch für Sie so ein bisschen auch vielleicht als Eigenhausaufgabe gut, so ein kurzes Firmenprofil, vielleicht haben Sie es schon auf Ihrer Website, nochmal wirklich das Firmenprofil sich anzuschauen, vielleicht auch nochmal nach dem TED-Talk anschauen und dieser Überlegung, was ist eigentlich mein Markenkern, Ihr Firmenprofil nochmal ein bisschen zu schärfen, das muss unten drauf, dann kriegt man auch als Redakteurin, Redakteur einfach dieses Bild, um was handelt es sich für ein Unternehmen, dann kommt der Unternehmenskontakt und am Ende entweder der gleiche Kontakt, wenn Sie mit einer Agentur arbeiten oder jemand anderen haben, dann der Pressekontakt. Und ganz, ganz wichtig, und das wissen Sie alle wahrscheinlich genauso gut wie ich, ist, dass wir das immer Bildmaterial dazu muss. Die Pressemitteilung per se hat sich eigentlich relativ wenig verändert. Sie wird kürzer. Wir haben früher 2 bis 3 Seiten. Wir haben immer noch Kunden, die gerne sehr ausführlich die Pressemitteilung machen. Wir wissen, Text wird insgesamt kürzer. Das ist einfach auch durchs Online-Verhalten und das Leseverhalten. Also lieber kompakt, kurz und kompakt. Und ganz wichtig ist Bildmaterial in jedem Fall. Also Foto. Teilweise schicken wir für Kunden, also die auch zum Beispiel, wenn wir an Medien schicken, die auch Online-Präsenzen, was ja die meisten haben, tatsächlich Foto, aber auch Video mit, Grafiken teilweise mit, einfach um das gut zu bebildern, weil manchmal ist es tatsächlich auch so, dass zwar der Text nicht unbedingt interessant ist, aber die sagen, oh, das ist ein gutes Bild oder der Video, der passt jetzt gerade zu dem Thema, wenn wir so eine Rundumschau um verschiedene Sachen machen und wir nehmen das mit rein. Also gutes Bildmaterial ist unglaublich wichtig. Wir merken das ganz stark bei Kunden, die viel Wert auf Bildmaterial legen, dass der Abdruck einfach höher ist, weil die Redaktion natürlich auch noch zusätzlich immer entsprechend dann Bilder raussuchen müssen. Und wenn es dann nur drunter sozusagen die Nennung ihres Unternehmens mit dem Namen, mit ihrem Namen ist und einem guten Bild, man guckt, also wir wissen das ja selbst und wir wissen das ja auch von den Aufmerksamkeiten, dass Bilder unglaublich stark wahrgenommen werden, natürlich auch in den sozialen Medien. Bei der Pressemitteilung, und deshalb habe ich vorhin diese Qualitätskriterien des Journalismus nochmal genannt, und ich war selbst noch mal überrascht, als ich die Präsentation vorbereitet habe, wie stark die Qualitätskriterien der Pressearbeit, also der PR, denen des Journalismus eigentlich entsprechen. Und möchte Ihnen das einfach auch noch mal ans Herz legen, weil letztendlich arbeiten wir ja für die Redaktionen. Das heißt, ein gut gemachter Text, der wird in der Redaktion so genommen. Und das nur dann funktioniert Pressearbeit wirklich gut, wenn die Redakteure nicht erstmal alles marketingtechnisch, also stellen Sie sich vor, es kommt heute eine Pressemitteilung rein und morgen erscheint die Zeitung und der muss da noch einmal komplett drüber gehen oder nachrecherchieren. Dann fällt es einfach raus. Es fällt einfach raus, auch wenn es ein spannendes Thema ist. Und da wirklich zu sagen, auch wir als PRler haben oder Sie, wenn Sie selbst machen, den Auftrag zu sagen, Faktentreue, ja, Vereinfachung. Wir trennen auch die, ganz wichtig, Nachricht und Meinung. Das heißt, Meinung kommt in der Pressemitteilung immer in Zitate. Also Zitate sind wunderbare, da können wir färben und Meinungen geben. Wir beleuchten auch, wenn es das Thema hergibt, den Hintergrund. Wir nennen die Quellen. Was wir nicht tun, im Gegensatz jetzt zum Journalismus, ist natürlich diese Objektivität. Wir betrachten das natürlich stärker aus Kundensicht und gehen viel stärker in diese, also das ist natürlich schon eine einseitige, aber nicht übertrieben subjektive Art der Darstellung. Also das ist genau. Und jetzt kommen die beiden eigentlich wichtigsten Punkte. Wir sprechen immer mit unseren Kunden. Ist es wirklich aktuell? Also es sind die ersten Fragen, die wir stellen, die allerersten. Was ist der Neuigkeitswert? Warum sollte der das aufmachen? Warum sollte er es lesen? Warum sollte er seinen Lesern sozusagen weitergeben? Der Redakteur hat genau, die Redakteurin hat genau das gleiche Thema wie wir. Letztendlich müssen die es interessant finden, sonst macht er seinen Job nicht gut. Und für uns, und das ist so die sagen wir mal, die Kür, diese Originalität zu gewährleisten, diese Lesehör- und Sehanreize zu schaffen
Und vielleicht in der einen oder anderen Geschichte, also im Storytelling oder eben in diesem Markenkern oder in diesem etwas mehr zu überlegen, was wäre denn was, was die da draußen alle interessieren könnte oder zumindest ein Teil. Die Pressemitteilung ist ja eine von ganz, ganz vielen Arten von Pressetexten. Sie ist dann sinnvoll oder dort sinnvoll, wo es wirkliche News und Informationen gibt. Also wenn Sie wirklich was Neues zu berichten haben. Ich hatte Ihnen ja in der Pressemitteilung, die ich Ihnen da, jetzt ist eine unserer Pressemitteilung vom Kunden aus Friedberg, die hat unglaublich viele Abdrucke gekriegt. Das war aber auch tatsächlich eine Weltneuheit. Also es gibt ja auch Themen, die jetzt nicht ganz so hoch aufgehängt sind. Also natürlich ist es, wenn es so Unternehmen gibt, die in Nischen sind, die wirklich was ganz Außergewöhnliches machen, dann ist natürlich so eine, dann ist das Interesse natürlich auch deutlich höher, wie wenn ich jetzt ein Produkt habe oder eine Dienstleistung, die multiplizierbar ist, und dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, einen anderen Ansatz. Wichtig ist tatsächlich, dass die Pressemitteilung klar strukturiert ist, hatte ich Ihnen gesagt, sonst fällt sie raus und es wirkt einfach auch professionell. Gut aufgemacht. Ich weiß, ich habe sehr viel Kontakt zu Journalisten und ich weiß, wie sie es schätzen, wenn man einfach vernünftig mit ihnen arbeitet, weil man ihnen Zeit spart. Und wir haben ja auch nur für jedes Ressort und für jeden Bereich eine oder einen Redakteur, die da zuständig sind. Und deshalb sollten wir schon auch alles dafür tun, dass wir sozusagen da eine wirklich gute und kooperative Zusammenarbeit hinbekommen. Dass der Text gut zu lesen sein muss und logisch aufgebaut sein muss, hatte ich Ihnen auch gesagt. Und letztendlich diese Begeisterung rüberbringt, dass es ein Inhalt ist, von dem wir sagen, da sind nicht nur wir selber überzeugt, sondern haben auch den Eindruck, der interessiert noch andere. Jetzt geht es schon in Richtung Medien und zwar natürlich um die Medienkontakte. Und bei den Medien ist es letztendlich so, nochmal die Frage an Sie selber, welche meiner Zielgruppen möchte ich ansprechen? Also mit wem kommuniziere ich denn über die Medien? Mit wem kommuniziere ich vielleicht auch schon über Social Media, vielleicht auch genug? Mit wem oder warum über die Medien? Und das ist dann oft einfach nochmal so dieser Punkt, den ich vorhin genannt habe, diese Neutralität und dieser Anspruch, den Medien haben. Das ist immer ein bisschen wie ein Ritterschlag, wenn ein Medium über einen berichtet, dann hat es eine objektive Wichtigkeit für eine ganze Branche. Und da ist die erste Frage natürlich, was liest meine Zielgruppe, welche Medien? Und da kann ich Sie auch eigentlich nur einladen, wenn Sie im Kontakt mit Ihren Kunden, Partnern, Ihren Zielgruppen sind, die einfach auch mal zu fragen. Wo informiert ihr euch eigentlich? Was lest ihr? Und es gibt einem schon ein ganz gutes, so ein ganz gutes Gefühl, auf welche Medien gehe ich denn überhaupt? Dann ist die zweite Frage, die ich mir selbst stelle, welche Medien sind denn für meine Branche wirklich relevant? Wo möchte ich denn mich wiedersehen? Wo sind meine Mitbewerber? Wo möchte ich mitspielen? Ja, wie komme ich sozusagen in diese Medien? Und die dritte Frage ist, wie komme ich an die Medienkontakte? Und wenn ich an die Medienauswahl gehe, dann ist so die erste große Frage, wie wähle ich die denn aus? Und da gibt es also einmal für viele von Ihnen vielleicht, die jetzt hier aus Augsburg oder aus dem schwäbischen Raum zugeschaltet sind, ist es vermutlich oder oft einmal der lokale Faktor, wobei ich gleich dazu sagen muss, man kann natürlich alles auch kombinieren. Sie können einen Mix machen aus unterschiedlichen Medien, je nachdem, wo Ihre Zielgruppen sitzen. Da ist es dann die Frage, wenn wir jetzt von der Augsburger Allgemeine zum Beispiel reden, was ist denn dann interessant für die Augsburger Allgemeine? Und wenn ich es am Beispiel jetzt der Augsburger Allgemeinen aufmache, dann wäre jetzt zum Beispiel die Frage, wenn ich meine Medienkontakte auch aufbaue,
in welchem, also ich muss mir ein Medium sozusagen anschauen. Ich muss es mir anschauen und mir überlegen, wo wäre ich denn richtig? Bin ich auf der Wirtschaftsseite? Bin ich ein Wirtschaftsunternehmen? Möchte ich auf die Wirtschaftsseite lieber oder im Lokalbereich? Oder ist es eine bayernweite Geschichte und so weiter? Also diese Vorüberlegungen zu treffen und natürlich dann auch entsprechend da zu gucken, in den, also wenn man es selbst tut, nicht Mediadaten, sondern in den, im Impressum, welche Redakteure aufgelistet sind für welche Bereiche. Und dann ist es schon manchmal ein bisschen Arbeit, dann auch zu wissen, mit wem man welches Thema bespricht oder wem man es schickt zumindest. Es gibt dann natürlich überregionale, die ganzen überregionalen Medien. Das ist Tageswochen- und Wirtschaftsmedien. Ein zweiter Bereich und der dritte Bereich, der für viele, für Sie wahrscheinlich auch sehr interessant sein wird, ist, wo meine Kunden vielleicht, wenn die überregional oder deutschlandweit oder dachweit sitzen, diese Special Interest Medien, also alles, was Fachthemenmedien sind oder spezielle B2B, also Fachmedien in unterschiedlichen Branchenbereichen. Also da gibt es eine wahnsinnig große Auswahl von Medien. Es gibt auch die Möglichkeiten, sich Mediendaten einzukaufen. Agenturen, also für uns Agenturen, wir haben natürlich diese Mediendatenbanken. Das ist sozusagen eine unserer Säulen, wie wir arbeiten und die Medienkontakte. Aber man kann sie sich selbst auch aufbauen und je nachdem, nach Größe, langsam dann einen Verteiler sich erstellen. Also das Wichtigste ist tatsächlich, dass Sie die Medien kennenlernen. Also Medienarbeit heißt immer, wenn ich mit dem Redakteur spreche, ich muss sozusagen wissen, worüber er schreibt. Sonst ist es sehr, sehr, sehr lästig für den Redakteur und letztendlich bringt es einem nichts. Kontakt aufnehmen, die Kontakte auch pflegen, auch oft sozusagen einverstanden sein, wenn die Redaktion sagt, es ist einfach jetzt überhaupt kein Thema für uns. Manchmal kommt man auch ins Gespräch und man findet ein anderes Thema. Sehr offen bleiben. Also es ist ein Angebot. Es ist nichts anderes, wenn Sie Pressearbeit machen, als ein Angebot. Und je attraktiver Ihr Angebot ist, desto höher ist es natürlich auch die Chance, dass es interessant für das Gegenüber ist. Wenn Sie längerfristig Pressearbeit machen, dann macht es Sinn, einen Redaktionskalender aufzubauen. Redaktionskalender heißt natürlich eigene Themen, ihre eigenen Themen. Und sehr, sehr viele Medien haben ja auch Redaktionspläne, Themenpläne mit Schwerpunkten. Und da zu gucken, was von meinen Themen passt denn überein mit den Themen in den unterschiedlichen Medien. Und das ist dann schon, da brauchen Sie dann schon auch ein bisschen Zeit natürlich und müssen jemand haben, der sich dem dann auch widmet. Und idealerweise informieren Sie nicht nur einmal, wenn Sie wirklich was Interessantes haben, sondern Sie überlegen schon im gewissen Zyklus, und das hängt jetzt von Ihrem Unternehmen oder von Ihnen selbst ab, wie oft Sie meinen, dass Sie denn wirklich was haben, eine News oder irgendwas Interessantes, ob das einmal im Monat ist oder einmal im Vierteljahr oder einmal im halben Jahr. Hauptsache, es kommt immer wieder was, weil das zeigt natürlich auch letztendlich, es gibt Sie und Sie sind keine Eintagsfliege. Und es ist nicht einfach mal irgendwie an die Wand geklatscht und abgerutscht und das war's dann. Zum Ende noch dieses schöne Zitat, mit dem ich Sie ermuntern möchte. Bitte die Abenteuergeschichten zuerst. Erklärungen dauern immer so schrecklich lange. Also liefern Sie gute Geschichten, überlegen Sie sich Ihren Markenkern, Ihre Inhalte. Und wagen Sie ruhig auch mal so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. In diesem Sinne hoffe ich jetzt sehr, ein bisschen Ihnen so einen kleinen Übersicht über dieses Thema Pressearbeit 2.0 gegeben zu haben und freue mich sehr auf Ihre Fragen aus dem Chat. Frau Weber, danke schön. Ich habe in der Tat ein paar Fragen. Einmal eine Frage, gibt es einen optimalen Zeitpunkt für den Versand einer Pressemitteilung, also Wochentag oder Uhrzeit?
muss man da auch etwas abspielen. Also es ist so, hängt jetzt auch vom Medium wieder ab. Also wenn wir ein Tagesmedium haben, dann gibt es die Augsburger Allgemeinheit, glaube ich, immer um 10 ihre Redaktionskonferenz. Also wenn das jetzt für den nächsten Tag sein soll, es rutscht natürlich auch nachmittags mal was rein, wenn es einen entsprechenden Neuigkeitswert hat. Wir schicken relativ selten tatsächlich freitags was raus, aber es könnte natürlich auch mal in eine Samstagausgabe kommen. Und für viele Kunden von uns, die viel mit Monatsmagazinen arbeiten, ist es nicht so relevant. Aber manchmal ist es für den Kunden wichtig, also fürs Unternehmen selbst zum gewissen Zeitpunkt was rauszuschicken. Und insofern kann ich die Frage gar nicht so ganz wirklich beantworten, weil es zu individuell ist. Genau. Dann in gewisser Weise haben Sie schon ein bisschen beantwortet, wie lange sollte denn eine Pressemitteilung sein? Also ich hatte Ihnen ja so gezeigt, war jetzt eine ganz gute Länge. Also auf keinen Fall, auf gar keinen Fall länger als 2 Seiten. Vielleicht noch eins dazu. Ich weiß, Agenturen machen das auch unterschiedlich, aber wir schicken tatsächlich die Pressemitteilung nach wie vor als Word-Dokumente raus, beziehungsweise als Link. Also das vielleicht noch dazu. Ich würde sagen 1,5 Seiten, je nach Info. Manchmal kann man hinten auch, wie gesagt, die wird von vorne nach hinten gelesen, also es wird einfach dann der Rest nicht mehr gelesen. Ja. Die Meldungen sind meistens kurz, gerade Unternehmensmeldungen sind meistens kurz. Also den Vorspann knackig zu machen, ist wichtig. Und wenn es möglich, einen Link zu schicken, ist oft besser, weil teilweise Anhänge geblockt werden. Also hier bei der Augsburger Allgemeinen geht ein Anhang, das weiß ich, aber ist auch ganz individuell. Und lieber ein bisschen kürzer, grundsätzlich. Da war noch eine Frage an die Adressaten der Pressemitteilung. Also sollen, wenn es richtig verstanden wurde, die Pressemitteilung dann direkt an die Ressorts verschickt werden? Also nicht nur einfach an das Medium selber oder die Adresse, genau, an das Verlag, sonst wie auch immer, sondern gleich das richtige Ressort auszusuchen, das ich, so habe ich jetzt die Frage verstanden, und dann dementsprechend dort gleich zu adressieren. Absolut, okay. Genau. Also je individueller Ihr Kontakt, je persönlicher Ihr Kontakt, desto besser. Weil da kriegt der Redakteur, die Redakteurin direkt auf den Schreibtisch. Es gibt Redaktionen, die arbeiten, die machen gesammelt Pressemitteilung ad. Keine Ahnung. Die wollen selber verteilen. Wie unsere Erfahrung ist, wenn es irgendwie geht und wir einen Kontakt haben, das ist einer unserer Kernschwerpunkte, unsere Datenbank gut zu pflegen, dann sind es die individualisierten Kontakte. Genau. Ich habe noch 2 Fragen, aber ich komme nicht gerade ran. Also ich versuche das jetzt gleich mal, ob ich da irgendwie will hier mein Laptop nicht so scrollen, wie ich möchte. Da habe ich noch eine Frage auch. Gibt es jetzt zum Beispiel für die Tages- und wenn ich an Tages- und Fachpresse verschicke, ja, sende ich da eine Pressemitteilung? Eigentlich sind das doch 2 völlig verschiedene Medien, oder muss ich da irgendwie dann die speziell auch handeln, wenn das also ist? Ist natürlich immer die Frage, ist eine Pressemitteilung, die ich an die Tagespresse schicke, auch interessant für die Fachpresse oder andersrum? Also die Meldung, die ich Ihnen jetzt vorhin gezeigt habe, die ging, glaube ich, auch an die Friedberger Allgemeine. Also die würde sich halt vielleicht vorne diesen Part da rausnehmen, wenn es gut läuft, den Vorspann und das Bild. Viele Meldungen sind klassische Fachmedienmeldungen. Also wir in der Agentur, wir haben gemischte Verteiler. Das heißt, wir haben einen Lokalverteiler für Kunden aus bestimmten Branchen und wir haben einen Fachverteiler. Und wir haben zum Beispiel noch Wirtschaftsmedien und noch spezielle Vertikalmedien. Die können wir entweder dazu tun oder weglassen. Das müssen Sie wirklich vom Inhalt der Meldung. Also deshalb ist es schon wichtig, die Medien zu kennen. Natürlich können Sie auch sagen, ich schicke alles an einen großen Verteiler. Nur erfreuen Sie den Verteiler nicht besonders. Ja, also die kriegen dann halt auch viele Sachen, wo sie sagen, und dann gibt es halt diese Rückmeldungen an Subscribe und nehmen Sie mich aus dem Verteiler. Und das ist oft schade, weil es ja Ihre wichtigen Kontakte sind. Wunderbar. Eine Frage, wie sprechen Sie Ihre Presseleute an, wenn Sie eine Aussendung zum Beispiel an 50 Journalisten machen? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, also wir haben tatsächlich im Moment, oder wir schicken es über einen individualisierten Verteiler, das heißt mit dem Namen jeweils. Aber wenn Sie es natürlich per
keine Ahnung, Outlook, BCC oder sonst was haben wie früher, dann würde ich sehr geehrte Damen und Herren, wir schreiben manchmal auch liebe Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, aber es kommt jetzt darauf an, wie Sie im Verhältnis stehen. Also ich finde tatsächlich, es ist zwar sehr vieles sehr locker, aber eine vernünftige, gute freundliche, gerade wenn man jemanden jetzt nicht besser kennt, Anrede ist immer die korrekte. Genau. Habe ich noch eine Frage, das wäre jetzt die letzte Frage. Haben Sie Beispiele für einen messbaren Erfolg für den Unternehmer, der was geschaltet hat, also der was in Beteiligung weitergegeben hat? Da kommt noch ein Zusatz dazu. Wir haben oft die Rückfragen, bringt das was außer Sichtbarkeit? Genau. Ja, ja. Also was heißt außer? Muss ich schon dazu sagen, weil es bringt natürlich schon mal Sichtbarkeit und das ist ein ganz großer Wert, sonst würden Sie es ja auch nicht tun. Es gibt messbar, es gibt tatsächlich, das nennt sich eine Medienresonanzanalyse. Also das Einfachste, was Sie jetzt, also diese Pressemitteilung zum Beispiel, die, also wir waren selbst erstaunt, wie wahnsinnig gut die lief. Die hatte, keine Ahnung, 25 Abdrucke in Fachmedien und Wirtschaftsmedien. Das ist nicht die Regel. Und da können Sie, also wenn Sie es jetzt sozusagen monetär rechnen möchten, dann können Sie den Anzeigen Preis, also die Größe der Anzeige sozusagen runterrechnen auf die Größe des Artikels. Und es wird dann noch multipliziert mit dem Faktor 3,4, weil es keine Anzeige ist, sondern neutrale Berichterstattung. Und dann kommen Sie auf ganz erkleckliches Summe jetzt in dem Fall. Es ist natürlich die Frage, also für einige Kunden machen wir das, weil das einfach in Zahlen auch immer wieder nachgewiesen werden soll. Und PR ist auch jetzt im Gegensatz natürlich zum Anzeigenschalten sehr dankbar und deutlich kosteneffizienter. Aber letztendlich für die meisten unserer Kunden ist es einfach tatsächlich wirklich nur diese Sichtbarkeit, nicht messbar, dass sie in Magazinen vertreten sind, wo der Mitbewerb auch ist, dass sie diese Medien natürlich mitnehmen für den Vertrieb. Also die nehmen die mit, die haben die vor Ort und sagen, guck mal, die haben hier über uns berichtet. Und also die nutzen die ganz stark. Also das ist nicht nur dieses einmal Abdruck, sondern ich nutze die als Marketingmaterialien auf meiner Website und so weiter. Genau. Habe ich doch noch eine Frage, die wir gerade gerne gesprochen haben. Wie interessant sind Einladungen zu Pressekonferenzen vor Ort? Kommt auch wieder aufs Thema an. Tut mir leid, also es ist natürlich jetzt in letzter Zeit Pressekonferenzen, also wir haben jetzt gar keine gemacht seit Corona-Zeiten, aber wir machen auch nicht mehr so viele. Früher war das doch üblicher. Also, das hängt jetzt zum Beispiel davon ab, wenn Sie eine lokale Pressekonferenz in Augsburg machen, habe ich ein spannendes Thema, habe ich dazu Bild? Für welches Format wird es passen? Ja, ist zum Beispiel ATV interessant, ja, dass ich einfach sage, ich habe hier was vielleicht für das Kulturjournal oder für die, wie heißt dieses Boulevard, wo es eher so weil viele Menschen aus viele Augsburger kommen, die man kennt, ja, oder ist es, also genau, Sie müssen letztendlich im Vorfeld überlegen, ist es für die interessant, warum sollten die kommen? Wäre das was vielleicht, warum die auch da bleiben könnten? Und heute überlegen wir ja auch, wir sind ja jetzt auch durch Corona, Digitalisierung wieder natürlich im Webinar auch, dass wir auch zum Teil jetzt Pressegespräche virtuell machen, ja, von Journalisten. Wobei ich auch weiß von den Medien, dass die auch gerne vor Ort sind. Ja, die kriegen natürlich da auch was anderes mit. Also im Zweifelsfall einfach mal probieren. Ich rate Ihnen, wenn Sie jetzt sich unsicher sind, schauen Sie doch mal, ob Sie vielleicht einfach Redakteur kriegen oder mal anrufen und sagen, wir hätten was, bevor Sie sich die große Arbeit machen, das alles organisieren. Einfach mal ein bisschen fühlen, bringt's was. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Gerne. Wie wird denn festgelegt, welche Themen wie legt ihr fest, welche Themen die Leserschaft interessant findet? Wie wird es festlegen? Ja. Also wir gucken natürlich immer so ein bisschen jetzt als Agentur mit der Brille von draußen und wir gucken uns die Magazine an und schauen natürlich, was machen, über was schreiben die oder reden mit den Redakteuren. Und dann wir bieten manchmal Sachen an und dann, also ich bin immer noch ein Fan vom Telefonieren, obwohl ich weiß, dass wir unglaublich viel E-Mails schreiben und so, einfach so nochmal rauszukriegen, was bräuchtet ihr denn gerade? Es gibt ja außer der Pressemitteilung zum Beispiel manchmal einfach, dass man spricht und sagt, ich hätte ein spannendes Thema. Aber, und dann sagt er, ich bräuchte jetzt einen Gesprächspartner für das Thema oder ein kleines Interview oder einfach nur ein Statement
ich habe das Thema schon fertig, aber ich bräuchte noch ein Statement. Und das rauszukriegen ist so ein bisschen Gefühl und es ist, obwohl ich es schon wirklich sehr lange mache, auch manchmal von Faktoren abhängig, die auch mich immer wieder überraschen, weil natürlich so ein Medium, es sind so viele Faktoren, die davon abhängig sind. Manchmal ist einfach so, denen, die kriegen jetzt noch eine Anzeige raus oder fällt ein Anzeigekunden weg und auf einmal haben die noch eine Seite Platz. Ja? Und dann bin ich im richtigen Moment da und dann kommt ein Artikel, wo am nächsten Tag jemand den liest und sagt, warum kommt denn sowas rein und meine wichtige Sache jetzt eigentlich nicht. Also sowas passiert natürlich auch. Ja? Insofern, immer so ein bisschen rum, auch probieren und gucken und sich die Medien gut angucken. Ja. Wunderbar. Jetzt war das die letzte Frage. Vielen herzlichen Dank, Frau Elsässer. Ich danke Ihnen, Frau Weber, und Ihnen allen herzlichen Dank. Dankeschön. Auch von meiner Seite noch ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie dabei geblieben sind, dass Sie sich informiert haben. Wir haben ganz viele IHK-Spezialwebinare noch geplant. Täglich kommen neue dazu. Informieren Sie sich gerne auf unserer Webseite. Und wenn Sie informiert werden wollen direkt, dann können Sie natürlich auch jederzeit unseren Newsletter abonnieren. Herzlichen Dank und tschüss.